Hallo, wir sind's noch einmal an diesem Freitag mit dem zweiten Teil der Nachverkostungen. Vorhin war es Spätburgunder, ein bisschen großes Gewächs. Jetzt ist es Riesling, ausschließlich großes Gewächs. Wir haben Rieslinge aus der Pfalz, von der Nahe, aus dem Rheingau und vereinzelt einzeln aus Württemberg. Noch was? Habe ich was vergessen? Nö. Ich glaube nicht. Pfalz hast du gesagt? Pfalz, Nahe, Rheingau, Württemberg. Gut, ja. Los geht's. 2315 10. Ich mache das jedes Mal, dass ich hier das Tippen anfange, bevor ich hier tippen kann. Kannst du nochmal sagen? 2315 10. Oh, der steht falsch drin. Stimmt. Stimmt. Das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir erst. Und zwar so richtig falsch. Ja. Wir machen ja nach Punktnoten aufsteigen, das ist vielleicht mittlerweile bekannt. Und das, der war jetzt aufgrund einer Leseschwäche falsch einsortiert. Oder einer undeutlichen Schrift. Das kann überhaupt nicht sein. 2, 3, 1, 7, 5, 8. Das ist plausibler. Pflanzlich. Ja, pflanzlich, ein bisschen hefig noch. Ja. Ja, ein bisschen kann ich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Kantis, Kräuter, bisschen Mineralik. Fruchtiger geworden. Ja. Gerade im Nachhalt. Ziemlich pfirsichfruchtig. Ja. Nachhalt ist so. Es bleibt so eine sehr deutlich sogar. Pfirsichnote stehen. Aber etwas belegt wirkt er im Mund. Kleines bisschen gedeckt ist er. Ist es richtig? Ja, das Pflanzliche ist wieder drin. Ja, das, der antrocknete Gerbstoff steht drin. Ja. Bisschen süß. Das ist ja ganz trocken. Gut nachvollziehen. Das wird länger halten als gedacht, weil das hat sich jetzt an der Luft gar nicht schlecht entwickelt. Mhm. Ich würde ihm auch einen mehr geben. Gut. Heißt gut, dass ich noch keine Schulden eingetrieben habe, richtig? Ich führe kein Punkterkonto. Also ich. Ich weiß. Du kannst ja auch über mein Konto für, also, ja. Das ist kein Stöpsel, das ist ein Schrauber. Prinz von Hessen, Johannisberger Klaus. 2, 3, 1, 7, 6, 0. Ein bisschen Zitrusbeton. Mhm. Apfelig. Dann auch wieder Pfirsich. Ja, der Apfel ist deutlich. Mhm. Apfel ist ja eigentlich so ein recht typischer Rheingauton. Ist das Rheingau? Ja. Ja. Aber so eine alte Sorte, so, mhm. So richtig saftig. Ja. Das Verhaltener ist der andere. Auch gleich gedeckt. Ich finde, er geht aber im Mund auf. Das heißt, du findest ihn besser. Ich meine, 87 hat er eh schon. Also gut ist es ohnehin. Du findest ihn schlechter als den Vorgänger. Ich fand den Vorgänger noch ein Stück überzeugender, ja. Wobei, das, wir jammern ja jetzt schon wieder auf hohem Niveau. Also ich finde das auch gut. Das macht auch Spaß zu trinken. Aber hat er die Tiefe, um noch höher zu gehen? Ich meine, gewisse Finessen hat er, gar keine Frage. Ich finde in der Nase dieses kühle, dieses mineralische, erdig bis mineralisch steht ja schon da.
recht kühler Stil. Also ich kann auch mit 8 lieben. Ich finde, er hat Nachdruck im Mund. Also ich finde ihn genauso gut. Okay. Super. So soll es sein. Ach, wir haben das gleiche Weingut nochmal. Das ist nochmal Prinz von Hessen. Dieses Mal Winkeler Hasensprung. Ach, er steht immer noch. Ja, es ist gut. Hast schon recht. Hast schon recht. Ist nicht so charmant, aber es ist schon. Es hat eine gewisse Eleganz. Hat er plus 12 Alkohol? 2, 3, 1, 5, 2, 2. Hast schon recht. Steht wirklich gut. Ja. Sehr viel Pflanzliches. Ja. Dann ein bisschen Schwefel noch. Wirkt aber relativ fest. Ein bisschen eckig. Sehr verhaltene Frucht. Ja. Mhm. Und ein bisschen süßer. Ein bisschen rustikal. Der kommt dann nicht ganz mit, aber wirklich der andere besser. Ja. Ja, der bremst auch im Mund. Das ist so, der andere hat so schön durchgezogen und der. Ja. Das war. Bleibt ein bisschen die Luft aus. Dem geht die Luft aus, ja. Genau. So ein bisschen. Das hat man beim Weißburgunder auch schon. Das ist Theo Minges. Flemlinger Gleisweiler Hölle. Nee, Flemlingen, da ist er daheim, aber die Lage ist Gleisweiler Hölle. Das leicht rustikale, ein bisschen eckige, das kriegt er irgendwie nicht raus. 2, 3, 1, 5, 4, 3. Kühl, kräuterig. Das ist ganz leicht. Oh, das Blütenduftiges. Ja, auf jeden Fall. So helle Blüten. Ja, weiß er, ja. Weil schon auch so diesen ganz leicht schwarzbärigen Ton da im Hintergrund hat. Das ist ja nicht nur hell alles, oh, diese das Aromatik. Finde ich aber erstens einladend. Ja, stimmt. Und zweitens. Schon eine gewisse Tiefe in der Nase. Mhm. Doch eine ziemlich saftige Frucht, ein bisschen süßlich. Mhm. Mhm. Kräuterig, ein bisschen Kandis, dann wieder die schwarzen Beeren deutlich als in der Nase. Ja, Gaumen ganz deutlich. Für mich wirkt das sehr bodenständig. Mhm. Ich mag auch, dass er den Gerbstoffgriff hat, aber reifer Gerbstoff, also das ist anregend. Mhm. Ich glaube auch, dass das ein bisschen Holz hat, so hinten raus, einen ganz leicht nussig-holzigen. Steht meiner Meinung nach perfekt bei den Punkten. Ja, also ich schwanke jetzt ein bisschen zwischen 8 und 9. Ich glaube, dass sich das auch gut entwickeln wird. Das glaube ich auch. Ich würde ihm fast einen mehr geben. Na gut. Dann nicht? Er wirkt etwas mollig. Naja, das macht halt doch das bisschen Süße schon trotzdem ein bisschen mit aus. Aber und der Griff. Ist etwas weich, aber ich kann, also er hat einen tollen Saft und ist auch. Eine eigene Stilistik. Das auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, die Länge, für mich reißt die Länge raus, weil der hat hinten wirklich einen schönen Nachdruck und ein sehr interessantes Aroma. Ein bisschen kein Wunder, dass es ungewöhnlich ist. Das ist Stettiner Prüfermecher, das ist Württemberg. Das schmeckt halt anders, aber es schmeckt gut. Ja, den Rest vorstellen. Karl Heidle. 2, 3, 1, 5, 2, 0.
Ich meine, jetzt wenn wir bei 89 sind, wo wir jetzt vorhin darüber geredet haben, ja, dann stell doch den nochmal, den Hasensprung nochmal mit rein, wo wir uns so in den Uneins waren. Denn du hattest ja recht mit der Länge. Warte mal, jetzt muss ich mal... Irgendwo halt mit. Ja. Okay. Gut, jetzt sind wir aber, haben einen anderen im Gas. Jetzt bin ich verschlossen. Ja. Kühl. Sehr pflanzlich, Zitrus betont, genau. So, die Hefe geht so leicht ins blanchiert Nussige, die man auch deutlich spürt. Auf jeden Fall. Aber hat auch etwas Festes in der Nase. Nicht nur in der Nase, auch im Gaumen ist es ziemlich reif wirkende Frucht, aber auch ziemlich fest. Mhm. Ziemlich deutliche Kräuternoten. Ja, und für mich recht kompakt. Also die Hefe ist noch am Ist das wieder Minges? Ja. Man merkt es, weil er einen ganz leicht rustikalen Touch hat, aber es ist da deutlich bessere Wein, finde ich, zum anderen. Ja. Ja, ist auch länger für mich. Ja. Ja, es fordert auch und es fesselt gleichzeitig deutlich mehr. Mhm. Ich finde ich auch gut dastehend. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Gut, das gebe ich dir. Also, das ist wieder Minges, wie gesagt. Diesmal der Burweiler Schäfer, alles Südpfalz. 231760. Ja, so kandierte, teils angetrocknete Zitrusfrüchte. Und dieser Apfel. Und wieder Apfel, ja. Das steht ja auch drin. Ja. Ein Hauchwachs. Ja, aber auch so Bienenwachs. Kühle Minerale. Mhm. So richtig. Ist überhaupt relativ kühl. Und auch frisch. Mhm. Ne? Aber substanziell. Mhm. Sehr geradlinig in seinem Stil. Auch im Mund kühl, Zitrus betont, apfelig, so grün apfelig. Ein bisschen pflanzlich, ein bisschen hefig. Nicht ganz so dicht und tief wie der andere. Ich sehe aber auch gerade, der hat einen Punkt weniger und ich glaube, das passt. Das ist kühl, geschliffen, das macht schon Spaß. Aber, ach, den hatten wir gerade schon mal, oder? Mhm. Ja, dann passt es aber auch, oder? Wie siehst du das? Ich finde, der gibt, der hat noch so eine Steigerung im Mund. Du meinst, er kann es trotzdem? Also ich glaube bei dem Wein, Also ich weiß ja, dass man sich auf dein Gefühl meistens verlassen kann. Also. Aber du siehst es nicht. Nicht ganz, nein. Mhm. Aber ich würde es ihm geben, wenn du sagst, dass du die Verantwortung dafür übernimmst. Ich würde dir auch deinen Punkt und dein Punktekonto nicht erhöhen. Aber bei mir ist es nicht ganz, aber okay, ich verstehe. Ich weiß, dass ich dir da oft vertrauen kann. Also sag mir, ob ich ihm 8 oder 9 geben soll. Hallo? Sagst du jetzt was? Ach, du musst noch... Du musst das heute ganz seriös machen, du hast das Sakko an, ist schon klar. Wie heißt das bei Frauen eigentlich? Heißt das auch Sakko? Oder wie heißt das? Kostüm. Kostüm heißt es natürlich, selbstverständlich. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich bin in Sachen Couture halt irgendwie bildungsresistent. Ein Kostüm. Also Frau Kostüm. Kann er auf jeden Fall. 9. Ich trage die Verantwortung. Du trägst die Verantwortung. Ja. Also, in 5 Jahren. Wenn ihr, das ist ja noch einmal kurz gezeigt, das war der Hasensprung. Falls ihr ihn kaufen solltet und er in 5 Jahren nicht eurem Geschmack entsprechen sollte. Eine E-Mail an Anja. Anja ist schuld, aber ich traue ihr ja. Also normalerweise kann sie das ja auch. Also wahrscheinlich habe ich Unrecht. Also. 329936. Naja, du schwankst ja selber. Sonst würdest du dich auf den Deal gar nicht.
das stimmt. Ich finde es ja immer gut, wenn du in die andere Richtung sprichst und dann hast 10 Meter wieder, dich kann keiner verstehen. Jetzt haben wir jedenfalls was völlig anderes. Das Studio ist schon fertig, aber die Kamera ist nicht da, die hat immer nur uns. Oha, ganz andere Baustelle. Völlig. Sponti, ein bisschen Schwefel, unruhig. Hat etwas Weißes. Was ja, ganz hell. Das ist, ja, das ist hellfloral. Das ist ja wirklich ein total heller, eine total helle Nase. Das ist Schäfer-Fröhlich, oder? Mhm. Das ist, die haben sie alle so hell dieses Jahr. Mhm. Und halt auch diese Unruhe, das merkt man halt schon. Das ist schon deutlich auch der Hausstil. Ja, aber das hat schon wieder gewonnen an Komplexität. So ganz frische Zitrustöne, gell? Mhm. Auch im Mund hell, bisschen süßlich, Schliff, Eleganz. Ja, diese Eleganz, das ist ja nicht so eine klassische Eleganz. Oh, das musst du mir erklären. Naja, das ist zu wild, um elektrisch zu sein. Ach so, ja, okay. Aber es ist sehr, sehr geschliffen. Es ist auch ein unglaublich, also erarbeitet im Mund und saftig. Obwohl er ziemlich schlank wirkt, gell? Mhm. Schon Avantgarde. Also ich glaube, das ist mir vorhin auch schon so gegangen, im ersten Moment zum Schwanken, aber das wirklich verdient, aber je länger du im Mund behältst, desto mehr merkst du, dass er dann, wie du schon sagst, nacharbeitet, dass er Komplexität hat, dass er Zug hat. Es ist nur eigentlich völlig unentwickelt. Das braucht unbedingt Zeit und Luft. Ich würde den auch eher mal probieren. Richtig, also er wirkt fast reduktiv im Moment. So, ja, ja, total. So fast an Kohl. Also ich habe eher so eine vegetabile Note. Ja, einen Tag. Ja, das ist eh von heute. Zeit lassen. Eine meiner Lieblingslagen. Schloss Böckelheimer Kupfergrube. Deswegen habe ich es auch vorsichtshalber nicht erkannt. Ja. Gibt es mal. 329611. Fest, herb, pflanzlich, fast ein Hauch getrocknet, pilzig. Auch wieder so abfällig. Mhm. Was natürlich geht oft drin. Wird man, sagt man, abfällig ist was, also oxidierter Apfel ist. Das ist es ja nicht. Das meinen wir jetzt überhaupt nicht, so ein richtig saftiger, roter Apfel. Also rotschaliger. Der hat auch eine tolle Gewürznote. Ja, das hat er vor allem im Mund auch gewürzig. Es ist auch wieder leicht süßlich. Und das genau, dieses Rebenholz, das finde ich auch wieder. Ein bisschen Rebenholz, ein bisschen Tabak. Richtig. Also merklicher Gerbstoff auch. Ja. Aber der hat reifer Gerbstoff. Genau, der hat so ein gutes Gerüst. Ich finde, der steht da gut. Der hat auch eine eigene Aromatik. Ich meine, ja, das ist auch das Höchste der Gefühle. Es ist ein bisschen ein Grenzfall für mich. Punktemäßig. Ja, aber ich kann damit okay, schon leben, mit dem Griff und der Länge, die er hat. Das ist schon gut. So. Den hatten wir schon mal und hatten damals den Verdacht, dass er einen Schleicherkork hatte. Da hatten wir ihn irgendwo bei 86. Jetzt hat er 91. Es war also wohl wirklich ein Schleicher. Das ist die Johannisberger Hölle vom Johannishof Eser. Okay. 329934. Sehr unruhig.
Geschmack, so leicht schweflig noch. Und wieder diese leichten kohlartigen Reduktionsnoten. Aber es ist halt auch fest, ne? Und deutet schon gewisse Tiefe an. Völlig unentwickelt. Das ist griffig und kantig am Gaumen. Obwohl es schlank wirkt, aber es hat so viel reifen Gerbstoffgriff und eine Mottsäure. Also ich finde, der ist besonders schwer im Moment zu Das verkosten. finde ich auch. Im Moment ist er für mich etwas schwächer. Ich würde ihm auf jeden Fall. Wir geben ihm noch einen Tag Luft. Ja. Das hat jetzt offenbar Also sehr schwierig wenig Sinn. jetzt. Okay, das ist wieder Schäferfröhlich, der Monzinger Halenberg. Gut. 2, 3, 1, 5, 1, 2. Ganz andere Baustelle. Ja, aber ziemlich fest in der Ja. Nase. Deutet auch schon Tiefe an. Hefige, kräuterige Aromen, ein bisschen angetrocknete Zitrusfrüchte, was Dunkles. Das Dunkle kann ich sehr gut Sehr dunkle nachvollziehen. Mineralien. Ah, Ja. das Busch. Ja. Da meint man so diese Mürbe, diesen mürben, mürbsteinigen Boden richtig rauszuriechen. Ich habe jetzt, glaube ich, 11-mal mürb hintereinander gesagt. Das war jetzt das 12. Mal übrigens. Sehr eigen. Ziemlich dicht. Ich finde ihn sehr einnehmend. Mhm. Ist auch reif, geschliffen, saftig, zart süßlich. Dann wieder diese unheimlich viel getrocknete pflanzliche und mineralische Würze. Und wieder ins Dunkle gehend, ne? Wow. Der ruht vor allem so in sich, Ja, ne? toll. Also das ist schon Super sehr schön. spannend, ja. Ja, das kann man aber auch machen. Das ist Sehr stimmig. Und er hat auch, obwohl er auf der einen Seite so eine kalte Mineralik hat, hat er auch was warm Einnehmendes, ne? Ja, und ich bin wiederum, dass er etwas, er ist so geerdet und in sich ruhend und dann hat er aber auch das ganz Leichtfüßige. Das finde ich. Also er hat eine super gute Spannung, die dann wieder in Harmonie endet. Mhm, Also richtig. Also du wärst bei einem mehr. Was jetzt? Was war denn das für Gesicht? Du stehst unter Beobachtung. ja, ich merke schon. Weißt du was? Hat er die Tiefe für mich? Das habe ich mich vorhin schon gefragt. Ich Es finde ist halt, das dass er, ich Einzige, finde es halt, dass er die, ist diese, super. dass er diese schlafwandlerische Balance Ja, hat, das stimmt. dieses und ich glaube, allein Ja, dafür, wir perfekt. geben es Ja, ihm. perfekt. Ja. Das ist tatsächlich, das ist Aber jetzt noch, das ist jetzt der das ist neue der, oder der nein, gleiche das ist nochmal? der gleiche. Ach so. Ich wollte noch mal Okay. nachtesten. Also, das ist das Weingut Clemens Busch, Pündericher Marienburg. Das ist sein kleinstes großes Gewächs. Kostet 24 €. Für die Qualität ein Scherz. 2, 3, 1, 5, 1, 4. Fest, kräuterig, mineralisch. Ganz eigene Würze.
Fruchtfliege drin. Ja, das ist schlecht. Ja, es ist eine Klage gerade schon wieder. Fertig? Ja. Habe ich noch eine drin? Nein. Ja, das ist eine sehr reife Frucht. Wieder so teils angetrocknet wirkend. Ein bisschen wachsige Töne dabei. Ja, also floral. Also die man kriegt, wenn man entweder faule oder halt stark angetrocknete Trauben schon hat, schon angeschrumpelte, dann kriegt es diesen Wachston. Kamille würde jetzt auch wieder so ein bisschen auf Botrytis hindeuten. Der hat viel Substanz. Der hat nicht ganz die Finesse vom anderen, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall. Da nimmt ihm die Botrytis oder das, was wir als Botrytis im Verdacht haben, doch ein bisschen was weg. Mhm. Aber wir jammern jetzt auf sehr hohem Niveau, weil das hat eine Mordsubstanz. Ist es auch lang? Oder? Ja. Also auf jeden Fall. Würdest du ihm 2 oder 3 geben? Ich 2. Ich auch. Dann sind wir uns ja einig. Einmal. Ja, das ist wieder Pünderlicher Marienburg, aber die Falkenlei. Das ist in der Haushierarchie ist das drüber, über dem Vorgänger. Ich fand den Vorgänger auch finessenreicher. 329670. Wobei das sicher lang reifen kann mit der Substanz. Sehr fest, sehr herb in der Nase, viel getrocknet Pflanzliches. Ja, getrocknet pflanzlich. Das Witzige ist, ich weiß, was es für eine Lage ist und ich finde, man kann die Lage riechen. Ja, bin ich jetzt gefordert, ich kann es nicht riechen. Aber es ist auch im Mund unheimlich dicht. Findest du nicht, dass er so etwas Metallisches hat? Ja, also ich war eher jetzt auf gerade am Gaumen bei was Speckigem. Ich weiß schon, was du meinst. So eine irre Mineralik. Das ist so herb. Aber im besten Sinne. Ja, und das hat eine Mordskonzentration. Sehr kompakt, das ist er noch. Das braucht unheimlich Zeit. Und hin raus hat er diese Brombeernoten. Sehr schön. Ja, das ist ziemlich stark. Ja. Ziemlich stark, sehr griffig. Ja. Fällt auch positiv auf oder fällt, also ist schon sehr eigenständig. Ja, ganz eigener Charakter. Ist aber nicht Everybody's Darling, ist sehr, sehr trocken und eckig. Ich bin auch das ist die Frage halt, ne? Sind es 3 oder 4? Im Moment würde ich bei 3 bleiben. Ich würde ihn mir fast noch mal anschauen. Ja. Das ist von heute. Ja, finde ich jetzt eine gute sind Idee. Jetzt sind wir gerade aber tatsächlich wieder stehen geblieben. Das heißt, wir werden es jetzt tatsächlich so machen. Wir werden jetzt das Video anhalten. Bei den 93 Punkten haben wir noch einen, haben wir noch 93er mehr, oder? Ja. Wir machen aber ein kurzes Päuschen. Wir melden uns gleich mit den letzten Weinen. Nochmal, bis gleich.